Herzlich willkommen zurück zu Let's Plays mit Lapis. Wir spielen Trine ist ein magisches Artefakt. Und das hat uns als Helden. Ich hasse euch. Lasst mich doch mal zu Ende erklären. Nein, ich will da nicht runterfallen. Das ist nicht fair. So, rein mit dir. Du gehst alle auf Säure Boden. So. Habt ihr es jetzt? Nur irgendwie der Monster muss sie mit mir umlegen. So. Das wieder so Büchchen. Liebe Rosie, herzlichen Glückwunsch zum 18. Ich war bei der Ankündigung genauso überrascht wie du. Wir sollten reden. Isabel. Schwerkraft, Reduktionsfeld oder 4 Objekte. Ja, aber die 4 Objekte. Okay. Ich bekomme dabei langsam wirklich ein ungutes Gefühl. Was? Bei dem Geruch? Bei der Jagd nach lange verlorenen Schätzen in einer Kloake voll mit diesen Dingern. Okay, und wie... Das ist jetzt so interessant.
Oh oh. Gut, dass wir mit ihm nicht weiterkommen, hallo. Okay, wie kommen wir jetzt darüber? Kurze Fix. Ah, da hinten bist du jetzt, du Scheißauge. Okay. Das war's, jetzt bin ich abgerutscht. Amen. Bam, bam. So, aber jetzt wäre wieder mal ein Steinchen zu wieder erholen recht. Das sieht wie einer von Rosabels Spielen aus. Rosie, wo bist du? Isabel? Prinzessin, kommen Sie zurück! Folgen wir ihr. Während sie versuchten, ihr Königreich zu retten, wurden die Helden in ein Durcheinander von Intrigen und Geheimnissen gezogen. Die Helden traten durch Rosabels Spiegel, um dem trügerischen Schatten von Isabel zu folgen. Als sie das Portal passierten, spürten sie eine eiskalte Berührung, die ihnen bis in die Knochen fuhr. Ich danke euch, dass ihr den Koboldkönig erschlagen habt. Jetzt gebt mir den Trine. Das geht nicht, auch wenn wir wollten. Er ist an uns gebunden. Verstehe. Wo ist deine Schwester? Arme Isabel. Ich fürchte, ihre Magie hat den Wald verflucht. Aber wenn ihr mir das Artefakt gebt, können wir den Zauber am Ende brechen.
Nein, wir werden euch begleiten und euch helfen. Ich fürchte, das geht nicht. Jetzt sitzen wir fest. Lächeln, was haben wir denn hier? Die Kobold-Hasser, eingeschlossen in unserem Verlies. Ihr kommt niemals raus, nicht, solange ich euch lehre. Dann lasst uns außer Sicht gehen. Vedi. Aussicht. Wo sind sie hin? Wir müssen hier raus, wo immer wir auch sind. Ja, und wir müssen herausfinden, was mit Rosabelle und ihrer Schwester los ist. Diese Isabelle lässt die Bäume und Pflanzen zu Hause so wachsen? Warum sollte sie so etwas tun? Vielleicht ist sie eine böse, kichernde Hexe, die verrückt geworden ist. Aber es war doch Rosabelle, die sie irgendwo eingesperrt hat. Aber Prinzessinnen sollten nett und hübsch sein. Sie sollten sich nicht gegenseitig an den Haaren ziehen oder Königreiche wegen der Krone zerstören.
Wir versuchen den Booty zu unten aufsammeln. Gar nicht so leicht. Nein. Warum ist jetzt der Schneemann aufgegangen? So.
Was soll denn das? Wie sind wir denn da durchgekommen? Wie soll man denn da rüber kommen? Okay. Ja, über dieses Rätsel kümmern wir uns das nächste Mal, würde ich sagen. Absolut ratlos im Moment. Aber bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lapis.